Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es dieses Mal um die Make-up-Trends im Jahr 2019. Ich war auf der Fashion Week und ich habe auch so im Internet sehr viel gelesen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der so nach Trends geht, aber ihr habt euch das mehr gewünscht. Deswegen dachte ich, dass ich mich auf jeden Fall informieren werde und euch dann natürlich sagen werde, was geht denn dieses Jahr so ab. Als erstes würde ich sagen, gebe ich mir irgendeine Lippenpflege jetzt auf meine Lippen, weil diese Jahreszeit schrottet meine Lippen. Als nächstes machen wir weiter mit dem Primer. Primer ist jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Trendsache oder so. Ich habe ihn euch auch schon einige Male gezeigt. Dieses Video besteht aus Revlon-Produkten und deswegen ist das hier ein Revlon Primer. Das ist ein Revlon Colorstay Primer. Ich habe den jetzt, ich weiß nicht, 3 Monate oder so nur in Verwendung. Ich finde den super. Da ist SPF 25 drin. Ihr seht auch gleich, dass der so ein bisschen weiß, so einen weißen Schleier erstmal hinterlässt, dass Sonnenmilch im Allgemeinen ganz gerne so macht. Ich habe nicht ganz so viel von Primern gehalten, ehrlich gesagt. Ich habe sie auch immer gewechselt, weil ich irgendwie nie so einen richtig schönen Primer gefunden habe. Aber dieser hier ist mein absoluter Favorit und ist unschlagbar im Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gesagt, ich hatte ihn euch aber schon einige Male gezeigt. Ich würde sagen, dieses Jahr ist es Pastell, die Trendfarbe. Also ich habe ganz viel Korall gesehen, sehr viel Gelb und so Lila. Ich habe mir auch genau die 3 Farben bestellt, damit ich sie euch zeigen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich sie in Kombi zeige oder ob ich sie gleich einzeln auf dem Lid irgendwie zeige. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit der Foundation. Es geht um eine Foundation, die ich euch auch schon einige Male gezeigt habe. Die ist super. Foundations dieses Jahr sollen so ganz natürlich aussehen. Es soll so glossy-mäßig dann auf dem Gesicht aussehen. Am allerbesten funktioniert das, wenn man Full Coverage Foundations nimmt, die trotzdem die Haut durchzeigen. Das hier ist die Colorstay Full Cover Foundation. Ich habe jetzt die 330 Matt. Ich zeige sie euch gleich, wie ich sie einfach nur mit den Händen auftrage. Ich gebe mir einfach so ein kleines bisschen auf den Handrücken. Könnt ihr euch natürlich auch direkt aufs Gesicht geben, wenn ihr wollt. Und dann gebe ich mir einfach so einen Klecks auf mein Gesicht. Das ist ganz gut, so passt gleich ganz gut mit meinem Hals. Und dann ihr könnt das natürlich auch mit dem Beauty Blender verbessern, das gleich ein bisschen. Aber schaut mal, das ist eine Full Cover Foundation, die trotzdem die Haut, das Hautlicht, ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, Leute, aber durchscheinen lässt. Also, es reflektiert trotzdem Licht, obwohl es meine Unreinheiten abdeckt. Ich hatte sie euch auf Instagram Stories mal in so einem Ganztagestest gezeigt, wo ich euch gezeigt habe, okay, ich bin, weiß nicht, Bahn gefahren, ich bin irgendwie nach Frankfurt gefahren und dann habe ich sie euch die ganze Zeit auf Instagram Stories mitgenommen und die ist richtig schön. Ich finde, ich hatte selten Foundations, die so krass zu mir gepasst haben und die trotzdem nicht jetzt sah nicht so cakey oder so vollgestopft aus. Und jetzt können wir den Beauty Blender nehmen und dort in die Haut einarbeiten. Also es lässt auf jeden Fall so ein bisschen Haut noch zu, aber deckt trotzdem ab. So, ich habe jetzt schon den Concealer aufgetragen, weil es keinen Concealer-Trend gibt oder so. Also er weicht nicht ganz so jetzt vom Make-up ab. Er ist nicht viel heller oder so, nur eine Mini-Nuance. Und jetzt setten wir unser Gesicht. Ich habe von Revlon die Colorstay Powder und ich muss wirklich sagen, die sind High-End. Sein Urgroßvater. Ich vergleiche die sehr mit so hochpreisigen, mit diesen ganz hochpreisigen Pudern, mit diesen Flawless Powder, mit diesen Studio Fix Powder. 820 Light eignet sich auch sehr gut zum Beispiel, um Concealer zu setten. Ihr könnt einfach, wenn ihr nicht wollt, dass es zu gebaked ist oder zu viel Puder ist oder so, einfach mit dem Beauty Blender da reingehen und dann über euren Concealer drüber gehen und dann habt ihr den sehr schön gesettet. Vor allem, das sieht richtig geairbrushed aus. Es sieht sehr, sehr klar unter dem Auge aus. Ich gebe mir das jetzt auch noch auf mein Lid. Wie gesagt, die Haut soll so glossy wie möglich aussehen, ohne dass man jetzt so viele gesetteten Bereiche erkennen kann. So, ich sette damit auch sehr gerne einfach schon mal meine Nase mit diesem Light. Dann gebe ich mir das so ein bisschen noch auf mein Kinn. Und hier unter meine Wangenknochen. Ihr seht, also man kann das schon relativ pudrig auftragen und dann so einarbeiten, dass es dann halt später gar nicht mehr sichtbar ist, sondern nur die Foundation gesettet hat. Ich möchte jetzt gerne eine andere Farbe nehmen. Das ist jetzt die 840 Medium. Und da gehe ich jetzt einfach mit so einem Gesichtspinsel rein und sette mein Gesicht und fege noch das übrige Puder weg. So, ich würde sagen, das ist so mein Go-To-Look
Auch wenn es zum Beispiel natürlicher oder Full Coverage aussehen soll. So, ich habe jetzt mein Gesicht konturiert. Weiter geht's mit den Augenbrauen. Sie wollen dieses Jahr die Augenbrauen sehr natürlich haben. Umso weniger gezupft sie sind, desto mehr liegt ihr im Trend. Ich habe jetzt meine Augenbrauen auch dicker wachsen lassen. Das habt ihr mir hier schon einmal, also euch ist das auf jeden Fall aufgefallen. Ihr habt gesagt, Tara, deine Augenbrauen sind dicker geworden. Ich habe sie dicker werden lassen. Mir gefällt das persönlich auch so lieber. Ich weiß nicht, irgendwann mit der Zeit, weiß ich nicht, zupft man dann ein Haar zu viel, dann wird man immer dünner und dünner. Das ist nicht so gut. Was ich auch als Augenbrauenzupferin zu Hause selber sagen kann, ist, wenn ihr einen nahen Spiegel habt, ich mache das immer mit so einem Ultravergrößerungsspiegel, dann nehmt euch auch einen Spiegel, der irgendwie weiter weg ist, damit ihr immer wieder dazwischendurch reingucken könnt, weil mit dem nahen Spiegel hat man einfach keine Übersicht über die Form, sondern einfach nur über die Stoppeln, die rauskommen und zupft die dann weg, wisst ihr? Und wenn man dann halt dicker werden will oder seine Augenbrauenform behalten will und dann halt noch einen anderen Spiegel hat, wo man immer wieder reingucken kann, dann hat man so mehr Chancen für das, worauf man hinarbeitet. Ich nehme jetzt den Colorstay Brow Tint und zwar habe ich die Farbe 710 Dark Brown. So sieht das Ganze aus und sie sollen so natürlich aussehen wie möglich. Ich habe jetzt natürlich meinen Augenbrauenton genommen, aber es gibt diesen Stift auch in mehreren Augenbrauentönen. So, das Einzige, was man eigentlich machen muss, um natürliche Augenbrauen zu malen, ist in der natürlichen Form, wie sie wachsen, die Linien zu ziehen. Und dadurch, dass es ein Stift ist, Leute, also es ist so ein Stift. Ich fand das ja ganz gut, dass ich so nah rankam. Werde ich das jetzt dann nochmal machen. Es gibt halt dann nichts Besseres, seine Augenbrauenform nachzumachen bzw. aufzufüllen, als in derselben Wuchsrichtung zu malen. Und wie gesagt, also hier gehe ich jetzt so nach da, nur in so Bewegungen. Das ist so ein flüssiger Stift, der dann auch direkt antrocknet und dann sich auch nicht mehr hin und her schieben lässt. Ich bin immer eine Katastrophe, wenn ich Augenbrauen male, dann kann ich nicht reden, Leute. Ich habe jetzt mal meine Augenbrauen zu Ende gemalt, weil ich kann echt nicht dabei reden. Ich habe sie auf jeden Fall natürlicher gemalt als sonst und ich habe sie danach ausgebürstet, einfach mit einem Augenbrauenkamm und ich habe sie nach oben gebürstet. Also umso mehr sie so wuschiger aussehen, desto mehr liegt die im Trend, falls ihr das mögt. Eine kleine Sache noch, wenn ihr nicht so Menschen seid, die dem Trend nachgehen. Klar, man kann sich so die ein oder anderen Sachen anschauen und gucken, ob sie zu einem selber gefallen. Das bedeutet aber nicht, oder zu seinem selber passen, aber das bedeutet nicht, dass ihr jetzt die ganze Zeit irgendwie den Trends hinterherjagen müsst. Da bin ich überhaupt nicht so der Typ für. So, weiter geht's. Ich würde gerne mein Gesicht ein bisschen aufwärmen, aber nicht zu doll, also so ein kleines bisschen. Ich habe jetzt einen Bronzer und zwar in der Farbe 024. Der sieht so aus. Ist nicht zu stark, es sieht eher natürlich aus. Ich gehe da wieder mit so einem kleinen Gesichtspinsel in das Produkt rein. Ihr seht, es ist pudrig. Und dann gehe ich über meine Kontur und verteile das so dahin, wo ich halt Bräune halt haben möchte. Er hat auch keine Untertöne, so zu orange oder zu gelb oder zu aschig. Deswegen sage ich, passt er halt einfach, glaube ich, zu der Mehrheit. Deswegen habe ich den hier ausgesucht. Supi, dann machen wir weiter mit einem Blush und dann noch mit einem anderen Produkt, welches ich schon Jahre habe. Wir nehmen jetzt einen ziemlich peachfarbenen Blush und zwar diesen hier, die 007. Ich gebe das einfach, oder nehme einfach denselben Pinsel wie gerade von meinem Bronzer und dann gebe ich das so über meine Bronze- und Konturstellen drüber, um das Gesicht so weicher aussehen zu lassen, frischer aussehen zu lassen. Der ist auch nicht so stark pigmentiert, dass ihr Overblush direkt seid, sondern ihr könnt den wieder aufbauen. Und dann habt ihr auch wieder nur so ein ganz, ganz leichtes Finish von dem Blush. Ich glaube, man kann ganz gut sehen, dass hier noch Licht... Ich glaube, man kann noch ganz gut sehen, dass hier noch Licht durchscheint. Hier reflektiere ich zum Beispiel noch Licht und da und auf der Nase. Also es ist so, trotzdem, obwohl ich jetzt Puderschichten, Foundation, Primer und so weiter benutzt habe und alles eigentlich matt, es sieht trotzdem sehr gesund auf meinem Gesicht aus. Jetzt haben wir ein Produkt. Das muss ich neu bestellen, weil mein altes sah echt, also das habe ich locker schon 4 Jahre oder so. Und ich glaube, es haben ganz, ganz viele von euch. Und zwar sind es diese Glow-Paletten, die hier. Tada! Und das sind diese, ja, mehreren Schichten an
Blush zusammen mit Highlighter gemixt ist. Ich gehe jetzt mit demselben Pinsel rein und vermische das Ganze. Ihr könnt aber auch zum Beispiel nur das obere oder untere Drittel nehmen, wenn ihr sagt, okay, ich will nicht zu viel davon oder nicht zu viel davon oder ich bin jetzt gerade heller oder bin gerade dunkler. Ich gehe jetzt mehr zum Beispiel hier noch rein als da oben. Und dann klopfe ich das Ganze ab und gebe mir das nur hier hoch. Jetzt hat man noch so ein bisschen mehr Glow. Ein kleines bisschen auf die Nasenspitze. Und ich nehme noch einen sauberen Blenderpinsel. Gehe ebenfalls, also da kann ich auch öfter, da kann ich auch mehr noch hier so reingehen. Und gebe mir das noch so in meinen Innenwinkel, weil das ist jetzt auch ultra Trend hier, sehr viel Licht reinzusetzen. So, ich habe mir bei Rossmann letztens diesen Bronzer hier gekauft. Das ist der Revlon Photo Ready Insta Fix Highlighter Stick. Wie ich den benutzt habe, ist, ich bin einfach mit einem Pinsel, wie zum Beispiel mit so einem Duo Fiber, in dieses Produkt reingegangen und habe es mir dann eben auf die höchsten Stellen meiner Wangenknochen gegeben oder, wenn ihr wollt, auch noch unter die Augenbraue oder über die Augenbraue, aber so hat man noch so ein bisschen mehr Glow und der ist sehr bräunlich, also der ist so bronzefarben und passt sehr gut zu meiner Hautfarbe. Den gebe ich mir auch mit so einem Mini-Pinsel auf meinen Nasenrücken und auf die Nasenspitze. Das sieht richtig schön aus. Und dadurch, dass es so ein Creme-Highlighter ist, sieht das Gesicht halt glossiger aus. Dieses Jahr ist sehr, sehr viel Korall im Trend. Also es ist sehr Korallfarbe-lastig. Ich habe euch aber auf Instagram Stories schon sehr oft gezeigt, wie man zum Beispiel mit dem Liquid Lipstick sich das so ein bisschen in die Lidfalte gibt und dann auf die Lippen, wie das dann aussieht. Ihr wart sehr, sehr begeistert davon. Also ich finde, das sieht auch richtig, richtig schön aus. Ich würde sagen aber, ich mache heute das, was mehr noch im Trend ist. Ich nehme jetzt ein limonefarbenen Lidschatten. Und zwar habe ich diesen hier rausgesucht. Das ist die 230 Lemon. Und ich zeige ihn euch mal auf meinen Lidern. So, ich gebe mir den jetzt in meine Lidfalte. Jetzt sieht man den sehr, sehr gut. Ein bisschen ins äußere V. Dann nehme ich nochmal ein bisschen was Fluffigeres, um den zu verblenden. Und ich ziehe mir den so ein bisschen hoch in die Schläfe. Dann so ein bisschen gelifteter aus. Jetzt noch unter meine Wasserlinie noch verblenden. So, und eigentlich reicht das schon. Also, was heißt eigentlich? Ich habe hier zum Beispiel noch einen violettfarbenen Ton. Das wäre jetzt Purple. Den kann ich euch gerne in meinem nächsten Tutorial zeigen. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Mascara drauf. Das ist die Volumizing Mascara von Revlon. Die habe ich euch auch schon in meiner Instagram-Story gezeigt. Sie habe ehrlich gesagt auch keine Liner gesehen oder keine zu stark getuschten Wimpern. Findet übrigens alle Produkte, die ich euch erwähnt habe und die ich euch hier so zeige, in der Infobox verlinkt. Zum Beispiel auch diese Mascara, die echt richtig schön die Wimpern tuscht und trennt. Ich habe jetzt nur eine Schicht Mascara aufgetragen und ich finde, das ist eine richtig schöne Schicht. Egal, ob es jetzt für den Alltag ist, für die Arbeit ist, für, weiß ich nicht, abends was trinken ist oder so, finde ich, dass die mit der einer Schicht schon sehr, sehr viel macht. Also die Volumizing Mascara, die trennt die auch und die macht die so schwarz und trotzdem so, ich finde das schön, dass die so buschig macht und nicht so einzeln getuscht, sondern so ein bisschen voll. Okay, Tara, du und deine Erklärungen sind der Shit 2019. So, wie gesagt, Rot ist der Trend wirklich diesen Jahres. Ich habe so einige rote Lippenstifte. Ein kurzes Wort vorher. Rot ist nicht so beliebt bei Frauen, die sich zum Beispiel nicht so doll schminken oder so. Oder bei Rothaarigen oder bei hellen Hauttypen oder sowas. Sie selber trauen sich meistens nicht und sagen, nee, lieb nicht und steht mir nicht und so. Ich kenne kein einziges Mädchen, welchen kein roter Lippenstift steht. Es gibt nichts, was eleganter ist als ein roter Lippenstift. Der ist Trick 17. Er rettet sogar, wenn man ungeschminkt ist und nur rote Lippen drauf macht. Rettet er sogar, obwohl er was sehr, sehr Auffälliges ist. Und deswegen traut euch wirklich, einfach roten Lippenstift zu tragen. Ey Leute, ich habe euch doch immer gesagt, ich will, dass diese Schrumpffolien so ein Ding haben wie bei der Giotto-Verpackung. Diese Giotto-Schokoladenverpackung. Und Revlon hat das an ihren Liplinern. Man kann hier also einfach... Endlich! Guck mal bitte, wie easy das... Sorry für den kurzen Ausraster, aber ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Ich habe mich für so einen Rotton entschieden. Dann haben wir von den Revlon Ultra HD Matte Lip Color noch den hier zum Beispiel. Und zwar ist es mehr so ein
Kirschrot. Finde ich mega schön. Das ist der, den ich heute auftragen wollte. Deswegen, ich mag die sehr, sehr gerne. Die sind wirklich top. Ich nehme mir erstmal meine Lippenpflege runter und jetzt einfach mit dem Lip Liner die Lippen ausmalen. Ihr müsst natürlich nicht komplett ausmalen, aber könnt, wenn ihr wollt. Und jetzt nehme ich den Ton. Übrigens habe ich gar nicht gesagt, was für eine Farbe das ist. Das ist Passion. So einen leicht süßlichen Geruch, die HD Lip Color. So, ich gebe jetzt noch eine zweite Schicht gerade drüber. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich lasse den jetzt auch kurz antrocknen, damit der noch matter wird. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, wenn euch das zu lange dauert zu warten, dann könnt ihr übrigens auch einfach irgendwie, wie ich, ein Taschentuch nehmen und das über eure Lippen pressen. That's it. Und jetzt wird er sich auch nicht mehr bewegen, geschweige denn runtergehen oder so. So ihr Lieben, das war jetzt mein Trendvideo für Make-up 2019 mit den Produkten von Revlon. Ihr bekommt die Revlon-Produkte exklusiv bei Rossmann. Habe ich euch schon einige Mal auf Instagram gesagt und euch auch immer wieder die Links eingefügt. Ich füge sie euch natürlich auch hier in die Infobox ein, dann könnt ihr sie euch anschauen. Wenn ihr irgendwie auf der Suche nach einer Foundation oder sowas seid, die ist Bombe. Die ist so, so gut und ich habe die Farbe 330, weil mich danach auch mal sehr, sehr viele fragen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch natürlich gefallen. Ihr findet ansonsten noch zwei weitere Videos von mir hier. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, denn ich lade genau 3 Videos die Woche hoch. 3, das heißt 12 im Monat. Euch wird nicht langweilig. Ihr könnt mir natürlich auch noch sonst sehr gerne in die Kommentare schreiben, was hält ihr von Trends, beziehungsweise was ist denn so, was ist euch ins Auge gesprungen, was wird dieses Jahr Trend sein? Und dann schaue ich mir das auch mal an. Jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.